Können ja. Auch rauskommen, oder? Ne, ich geh mal mit. Also, es geht um die zwei, jetzt hat er. Meine Tochter ist am Schlafen. Ach so, deshalb, okay, ja gut, da kannst du ja nicht alleine lassen. So, ne? Ja, ich bin jetzt hier bei Max Schell. Das ist der Max, ne? Nee. Ich bin der Wolfgang. Wolfgang? Ja, genau. Oh. Max war der Opa. Ah, okay. Ja, Max war der Opa. Ist das, ja. Ist das die dritte Generation? Ja. Und Max war praktisch der Gründer, mein Opa, der das Weingut gegründet hat. Richtig. Und ihn kennen wir ja von gestern. Ja. Ne? Ja. Der Medienstar sozusagen. Genau, richtig. Ja, nochmal danke für gestern. War echt nicht toll. Dafür. Hat mich gefreut, wenn es gefallen hat. Ja. Ja. Ich habe gedacht, wir können mal, gehen wir mal rein. Machen. Ja, gehen wir mal rein. Also ich möchte hier auch Werbung für das ganze Ahrtal machen, ne? Für allen Wein, weil ihr seid jetzt morgen ausverkauft durch ihn hier. Ja. Stellvertretend, weil sonst reicht der Wein. Ja, wir genau. haben schon leicht Sorge gehabt, dass wir bei dem ganzen Andrang, dass wir das überhaupt alles bedienen können. Aber wir können gerne noch dann an Winzerkollegen verweisen, die ja dann auch noch Wein, die auch froh sind über jede Flasche, die sie verkaufen genau. können. Ne? Also unser Ziel, unser gemeinsames Ziel sollte sein, das Ahrtal leer zu kaufen. Richtig, ne? ja. Man muss natürlich auch immer gucken, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Ist natürlich auch blöd, wenn man nachher den Stammkunden sagen muss, wir haben ein Jahr nichts mehr zu verkaufen, Wein ist alles weg. Ja. Aber ich sag mal, man ist natürlich gerade in so einer Situation froh um jede Flasche, die man verkauft kriegt. Ja, ja. Genau. Es wäre was vielleicht, klein soll nicht unverschämt klingen, wenn ihr bei uns Wein bestellt, das macht es uns einfacher, wenn ihr ab 6 Flaschen vielleicht bestellt, weil diese kleinen Bestellungen von 2 bis 3 Flaschen, das ist viel mehr Aufwand als alles andere, wie gesagt. Hallo, dürfen Sie gefilmt werden? Ja, ne? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, okay. Ich bin nicht der Mensch. Okay. Also, ja, grüßen Hallo. Sie, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ja, so. Ich hoffe nur Gutes. Ja, es ja, gibt. Ja. Wie ist denn hier die Situation? Also hier ist es reingelaufen, ja, in den Keller? Fangen wir mal ganz einfach an. Ja, wir standen vorne in der Straße und haben dann rechts rüber geguckt, wo der A-Lauf also seinen Weg hernimmt. Und ja, wir haben es einfach kommen sehen und ja, so als ob man gemütlich so daneben hergeht, so kam es auch uns entgegen. Ja. Und parallel dazu ist es auch dann, sagen wir jetzt nicht in Wellen oder kleinen Schritten gestritten, sondern es ist einfach nur hochgegangen, ganz brutal hochgegangen und hat halt hier alles überflutet. Am Anfang haben wir noch mit Sandsäcken gedacht, das Ganze aufzuhalten, aber das war eigentlich lächerlich, ja. Weil da ging es innerhalb von Sekunden, kann man fast sagen, drüber. Ne? Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und, kann man hier sehen, wie hoch das war? Oder? Und ja, man kann das sehr gut sehen. Und zwar, ich halte mal hier die Hand dran. Das heißt, alleine, hier, das ist ja jetzt unser Keller und hier sieht man ja noch ansatzweise praktisch, dass es bis hier also im Keller gestanden hat. Also genau zum Ärgern ist es hochgestiegen, sag ich mal. Und es ist halt so hochgestiegen gerade, um uns maximalen Schaden anzurichten. Was man sagen muss, hier auf der Seite, wenn nicht hinter der Brücke, vorne ist noch eine kleine Brücke, wenn sich da nicht Treibgut mit Autos, Bäumen und allem möglichen gestaut hätte, dann wäre hier auch alles andere noch mit weg gewesen. Ne? Also das war so ein kleines Glück, was wir da tatsächlich hatten, aber wie gesagt, Keller sind alle vollgelaufen, was ich gestern schon gesagt habe, die letzten 2 Jahrgänge, Wein sind weg. Wir können ja mal gerade in den Keller runtergehen, schauen, was so noch übrig geblieben ist. Ja, uns. Gerne. Genau, mal gucken, ob wir da Empfang haben. Also normalerweise läuft hier was anderes voll, ne? Sag ich mal, in der Jahreszeit. Ja, und diesmal genau. War es dann der Keller leider. Ne? Richtig, genau. So kann man es eigentlich nennen. Und vor allem, sagen wir, es läuft nichts aus, was jetzt halt zum großen Teil passiert ist in den Fässern jetzt. Ja. Ne? Ja. Und sollen wir mal gucken, ob wir Empfang haben im Keller? Oder? Wir gucken mal. Wir nehmen euch mal mit, mal schauen, ob ihr weiter gucken könnt. Meine Frau guckt mit Sicherheit auch zu. Ja. Die muss leider bei Paula sitzen bleiben, die ist eben eingeschlafen im Auto. So, hier kommen wir jetzt eigentlich in einer meiner Lieblingsplätze, so war es also bis dato eigentlich gewesen. Aber momentan kann man sagen, ist die Seele des Kellers momentan eigentlich nicht mehr da. Und jetzt geht es darum, irgendwo wieder das so weit hinzubekommen, dass man wieder einfach Spaß dran hat. Und wenn man hier, ich habe auf Instagram noch mal Bilder gepostet, wo man das halt jetzt nach dem überfluteten praktisch Situation gesehen hat. Ne? Und das war also hier ein Horrorbild. Man kann sich vorstellen, diese ganzen Tanks, Fässer, alles
hier lagen Barrikfässer, 30, 40 Stück an der Wand. Genau, von alle, da, wo du stehst. Alle weg. Und kann man sagen, das waren Sammelsurium von Müll, Schrott, Fässern, Tanks, alles gemischt im Prinzip. Ne? Und das war ein furchtbarer Geruch einfach nur von Öl, Schlamm und Wein. Und also das kann man sich nicht wünschen oder nicht vorstellen, was das für ein Geruch war. Ja, ich habe den Geruch 3 Tage ja, an mir gehabt. Richtig. Nur man verbindet einen Spätburgunder, den kennt man normalerweise mit anderen Bouquets, aber das war halt dann so richtig so ja, mit dem Öl zusammen. Also das werde ich niemals auch vergessen, diesen Geruch. Ne? Ja. Und ja, das ist der erste Keller. Im zweiten Keller können wir mal schauen, ob wir da einen Frank haben. Ja, der wird jetzt gleich abreißen, befürchte ich. Ah, okay. Also kann sein, dass ihr gleich weg seid. Was schätzt du denn, was für ein Schaden hier entstanden ist? Ja, was uns richtig wehgetan hat zum Beispiel, wir wollten am Folgetag füllen. Das heißt, wir waren die Füllanlage schon am Vor... Kommt? Ja, jetzt ist er wieder da. Also der Empfang ist hier so kritisch, sag ich mal. Ja, okay, dann versuchen wir es mal. Ja, also wie gesagt, ganz brutal war. Am nächsten Tag wollten wir also abfüllen und dieser ganze vorbereitete Müll, der zum Teil 2 Jahre bei uns in Fässern schon gelegen hat und gefüllt werden sollte, der war praktisch am nächsten Tag war er weg. Und das alleine war ein Riesenschaden. Da sind fast alle Barrikfässer, wo man ja zu stopfen nicht so festmacht, sind ausgelaufen. Und gerade in den Barrikfässern liegt auch unser Premium-Wein. Also da geht es, kannst du sagen, schon 100.000, ist da auch nicht so viel weg. Ne? Ui. Und, das tut uns besonders weh, aber abgesehen dazu natürlich haben wir einen Hektar Weinberg verloren, ne, wo man heute steht. Da sieht man nicht, dass da jemals Weinberg war. Echt? Hier unten im Tal war der dann, im oder Tal, was? Im Tal, richtig genau. Ne? Okay. Und wenn man heute, das ist ein großes Plateau geworden heute. Und wenn man jemand sagt, da stand mal Weinberg, wir sagen auch, oh, das kann nicht sein. Man sieht nicht einen Pfahl da noch mehr. Ne, 1 Hektar von 4 war es? Ja, das war ein Drittel unserer Fläche, kann man sagen. Ne? Das ist natürlich dann auch happig. Ne? Ich meine, das sind andere Größenverordnungen, wie ihr in der Landwirtschaft habt. Ne? Ja, aber dann lieber. Aber das tut dann schon weh, weil das ist auf Jahre hinweg. Es ist jetzt nicht nur eine Ernte. Ne? Das sind ja viele Ernten, die jetzt verloren gingen. Ne? Aber wie gesagt, hier im Keller. Ja, so Fassweinbereich war ganz schlimm halten, aber wie gesagt, die Fässer, wenn sie sich einmal drehen, dann laufen die aus und sind leer. Und wenn auch nur 1 Liter reinkommt von diesem Gemisch, kann man es nicht mehr gebrauchen. Ne? Mhm. Das heißt, demnächst gibt es Flutfässer zu kaufen. Ne? Passt auf, wenn sie online stehen. Ne? Und wir haben es schön sauber gemacht von außen, ne? Aber halt dann ohne Inhalt. Ne? Ja, genau. Ne? Ja, hier waren wir teilweise mit 20 Leuten am Arbeiten. Ne? Deswegen sieht das hier auch schon wieder einigermaßen aus. Elektriker sind hier tagelang unterwegs gewesen, um hier wieder Licht reinzubringen. Weil bei uns steht die Ernte vor der Tür. Ne? Und da müssen wir einfach gucken, dass wir irgendwo wieder einen Beginn bekommen. Ne? Ja, und also ich hatte gestern gesagt, wenn ihr einen Shuttlebus braucht mit ganz vielen Helfern, ist kein Problem. Ja. Also, das wäre kein Problem, hier Leute hinzukriegen. Ihr müsst es nur sagen. Ja. Für eure Weinreben oder irgendwas. Ja, ne? Ja, können wir uns gerne darüber unterhalten. Unsere 112 war die erste Nummer aus Münsterland, ne, die uns hier unterstützt haben auch. Ne? Echt? Feuerwehr Münsterland, oder? Nee, das war hier. Ich habe viele Landwirte, also meine Familie, sind so sehr groß in der Münsterland. Ne, und die waren am Folgetag da schon mit Pumpen und ja, genau wie du und haben uns hier unterstützt. Also Münsterland war ja ganz stark vertreten hier. Oder also ist immer noch, ne? Das ist Wahnsinn. Stadtlohn habe ich schon gedacht, ist die halbe Stadt hier unterwegs oder so. Ja, das ist Wahnsinn. Der Familie her. Also muss sagen, hier großes Dank und Lob an alle Landwirte, Unternehmer, die uns hier unterstützt haben. Ansonsten wäre das Tal nicht jetzt so, wie man es jetzt schon sieht. Ne? Und ich muss sagen, ich bin ja gerade hier rüber gefahren. Ihr seid ja die gleiche Strecke gefahren, ein paar hundert Meter vor uns. Ja. Ich habe mich voll erschrocken, wie es wieder aussieht an der Straße. Habt ihr das gesehen? Die Müllhaufen. Ja. Wie heißt das da? Bunte Kuh und dahinter kommt. Bunte Kuh, richtig, ja. Katastrophe, ne? Ja, ja. Also das war alles abgetragen und da waren aber zu dem Zeitpunkt Häuser einfach, wo man da noch nicht rein konnte. Und alle Mülldeponien waren abgetragen und jetzt sieht es fast wieder genauso aus. Das heißt, da haben wir mehrmals aufgetürmt, kann man sagen, wieder weg, wieder aufgetürmt. Ne? Das ist also immer eine andere Generation von Müll. Ne? Am Anfang. Ja, genau. Mehr so die Schlammvariante, jetzt sieht man den ganzen Putz da rausgeklopft, wird Möbel. Ne? Und, aber da liegt so viel Müll am Straßenrand, da passt gar nicht mehr hin. Ne? Und das ist dieses Erschreckende, wenn hier einer erzählt, wir wären hier auf einem guten Weg, die Leute könnten schon wieder einziehen oder so ein Schwachsinn. Die müssen erstmal die Häuser abreißen zum Großteil, ne? Da sind sie jetzt gerade bei. Ja, also die stehen vom Wiederaufbau, kann man sagen. Das Ahrtal, das ist kaputt. Das Ahrtal in dem Sinne gibt es nicht mehr. Ne? Und sag ich jetzt mal so, ohne Hilfe, wie du und viele andere,
hätte nicht den Hauch einer Chance, kann man sagen, ja, überhaupt rauszukommen. Ne? Und man kann nicht oft genug Danke sagen, also ich wiederhole es auch immer wieder, Dank an euch alle, die uns hier unterstützen mit ihrer Tatkraft und mit allem drum und dran, ne? Weil bevor wir Hilfe von woanders bekommen, wären wir verloren. Ja. Also, definitiv. Ne? Ja. Das ist für mich jedes Mal ein Schock. Es ist ja jetzt ein Monat her. Heute haben wir den 14. Ja, hat mir eben einer gesagt, wir hätten heute den 14. Ich weiß es gar nicht. Ja, das ein Monat her. 4 Wochen, ein Tag. Ne? Und wenn du dann siehst, wie es hier aussieht, manche denken hier, wir hätten die Füße hochgelegt oder was. Ne? Ja, also das, weil es kommt immer wieder was Neues dazu. Ne? Sag mal, die Leute machen das Gröbste erstmal raus. Und dann sehen die auch erstmal, was alles wirklich kaputt ist. Ne? Ich habe heute 3 Geräte, 3 Maschinen probiert. Stecker rein, Sicherung raus. Das habe ich 3-4 Mal wiederholt. Dann sage ich, okay, wieder 4 Maschinengeräte kaputt. Und so ist das hier jeden Tag was Neues. Ne? Ja. Das fängt mit der Heizungsanlage an, das hört über Anbaugerät für den Schlepper auf. Ne? Und so jeder Tag hat seine Also die Werkstatt in Walbertsheim, die ist super. Mhm. Die hatten eben einen Schlepper zwischen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, einen Holder. Ja. Da kam noch Wasser aus dem Motor raus, 10 Minuten später lief der. Ja. Also wenn ihr irgendwas habt, was man noch retten kann, könnt ihr auch dahin bringen. Und dann gibt es halt auch die kleinen Wunder. Ne? Man steckt einfach einen Hochdruckreiniger an und der läuft. Ne? Obwohl er da hier 48 Stunden in so einem Schlamm Wassergemisch gestanden hat. Da gibt es auch die Wunder, du steckst einen ein, kriegst eine geschossen und du lebst noch. Das ist dann das größte Wunder. Ne? Also da muss man ganz vorsichtig sein. Ne? Nein, aber hier herrschen momentan andere Gesetze. Ne? Also brauchst du 3 LKW-Schotter, stellst dich an die Straße, machst du so, brauchst noch 2. Ne? Also das sind andere Gesetze. Ne? Du kannst Einbahnstraße fahren, die Polizei steht da, guckt nur. Oder, und Anarchie wäre das falsche Wort, ne? Aber hier herrschen momentan andere Gesetze an der A. Ja. Und zum Glück ohne Bürokratie, weil ansonsten wäre es, denke ich mal. Was hast du nach dem Interview gestern mitgenommen? Da kam ja doch so ein bisschen Feedback, glaube ich, ne? Ja, also ich war tatsächlich, habe ich nicht damit gerechnet, dass das am Ende des Tages doch so viele Menschen sehen. Also 10.000 Leute oder mehr als 10.000 Leute, die es live gesehen haben, das fand ich schon überwältigend. Aber jetzt am Ende das Video auf deiner Seite hat mittlerweile über 330.000 Aufrufe. Das war natürlich für mich, für meine ganze Familie war das erstmal, konnten sie erstmal gar nicht fassen. Und kannst du dir denn vorstellen, mal so eine Reihe zu machen irgendwie, dass du mal das Ahrtal, dass du als Person das Ahrtal vertrittst und einfach mal, dass wir uns ab und zu mal treffen und Beiträge machen? Definitiv, klar. Weil ich glaube, so eine Art Doku, genau. Ne? Dass man sagt, hier, was gibt's Neues im Internet, der Stand der Dinge richtig, oder so. Ja. Ne? Ja, also ich glaube, wir brauchen so authentische Leute, die sind alle authentisch hier, jeder. Aber du bist doch so ein besonderer Magnet, du kannst dich gut ausdrücken, du bist ein junger Kerl. Tatsächlich, ich habe mir die Kommentare durchgelesen, das war und, durch die Bank. Ja, also wie gesagt, das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das zusammen... Dass wir uns so ein Thema vornehmen, das können wir dann schon ankündigen für die nächste Serie wieder. Und dann machen wir das. Also sehr gerne. Gemeinsam kriegen wir das gewuppt hier. Ja, ich denke auch. Und ich bestelle dir mal ein paar T-Shirts von denen, die wir jetzt online haben. Ja, cool. Auch habt ihr das mitgekriegt? Wir haben das gestern online gestellt. 27.000 Euro haben wir schon eingenommen damit. Ja. Das war heute Morgen der Stand. Wow. Wie der jetzt ist, weiß ich nicht. Ja. Also solche Aktionen müssen wir einfach pushen. Richtig, und brauchen auch die Aktion mit deiner Kappe. Genial. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die wirklich, da würde kein Mensch drauf kommen. Und ihr habt so geile Ideen. Ihr rettet uns hier im Ahrtal den Arsch. Das ist einfach Fakt. Ne? Ich habe da noch eine coole Idee. Wir werden gleich mal in unseren Schatzkeller gehen. Das ist übrig geblieben. Dann holen wir mal eine dicke Buttel raus. Unterschreibst du, machst eine Signatur und die versteigern wir auch. Was hältst du davon? Super. Machen wir. Ich unterschreibe euch jede Flasche, wenn ihr wollt. Genau, den Gedanken hatte ich tatsächlich. Ich würde sagen, dann Flaschen signieren. Für einen guten Zweck auf jeden Fall. Ne? Und dann gucken wir mal, was es bringt. Okay. Also machen wir eine Flasche mit deiner Unterschrift versteigern von unserem besten Wein. Ja. Ich denke mal, also ich will jetzt keine Zahlen in den Mund nehmen. Ich werde mich da absolut verschätzen, aber das wird, wird wahnsinnig gut ankommen. Da gehe ich mal ganz stark. Kriegt er dann nicht alle Winzer unter einen Hut? Jeder soll von dem besten Wein, den er hat. Das war so, weiß ich nicht. Könnte man ja noch vervielfachen. Man könnte ja so ein Paket machen. Ne? Also, nein, nicht nur ein Paket. Nein, ich meine, das ist ein Paket, das so man sagt, man stellt da was zusammen von allen A-Winzern, die Lust haben mitzumachen. Ja. Also so ein Paket im Prinzip und das halt dann über die Schiene halt dann. Können wir gerne machen. Also ich bin zu allen Schandtaten bereit. Hauptsache es hilft euch oder den Leuten, die wirklich nichts mehr haben. Ne? Das ist ja so mein Anliegen. Ich denke mal, die brauchen also
richtig heftig Unterstützung jetzt. Ne? Ja. Das ist auch mit kleinen Spenden nicht getan. Ne? Die brauchen auch massiv Hilfe. Ne? Ja, also das ist, mir kommen immer so komische Gedanken. Ne? Jetzt mal angenommen, alle Bürger aus ganz Deutschland, jeder kommt hier hin und packt sich einen Stein weg oder einen Brocken Müll, der hier liegt. Die müssten trotzdem wahrscheinlich 5 Wochen hier bleiben. Das schaffst du gar nicht. Die werden sich eine Ferienwohnung holen müssen, wenn es nur eine gibt und mal eine Zeit lang hier bleiben. Genau. Also wir würden es alle, wenn alle Leute aus Deutschland hier hinkommen würden, nur mit der Hand anpacken. So lustige Ideen schwirren mir schon mit dem Kopf rum, ne, wie man das hochrechnet. Wir würden es in 5 Wochen immer noch nicht weghaben. Das ist so unfassbar, was hier passiert. Das sind einfach gigantische Mengen, die da entstanden sind jetzt. Du siehst ja auch alles da liegen. Du siehst eine Eisenbahnbrücke daneben, siehst im Dach vom Haus die Reste davon. Dann wieder 3 Autos, die ineinander verteilt sind. Also es ist einfach. Vor allem, wenn du den angeschwemmten Schotter ja mal wegpackst, der ist ja voll mit Müll. Ja. Der ganze Schotter und was dann noch alles drin ist, das wissen wir alles und noch gar nicht. Und dann der Geruch, der von Öl immer noch, der in der Luft liegt hier. Ne? Ja. Ja, so, sollen wir in eure Schatzkammer gehen? Ich würde sagen, ich schau mal eine Flasche nach oben. Also ich kann auch gerne. Ja, sollen wir hochgehen oder was? Ja, komm, gehen wir mal hoch. Dann kann ich ja anlassen. Dann können wir einfach hochgehen. Ich schau mal eine Flasche. Ja. Wir müssen mal gerade einen Stift haben. Wir haben extra einen Stift besorgt. Genau, richtig. Ein Goldstift. Also, dein Name ist ja Kelvin, oder? Genau, richtig. Ja. Ja, kleiner Wink mit dem Zaunfall, ne? Wenn es der Richtige sieht. Ja, wir können ja vielleicht mal. Also, ich will dir nicht einen Mitarbeiter hier wegnehmen, ne? Aber sollen wir mal den Goldstift gerade holen? Dann hol ich die Flasche oder wie sollen wir das machen dann jetzt, ne? Ja. Sollen wir dann. Gerne. Ja, okay, pass mal, brauchst du einen Schlüssel? Also meine Unterschrift, die ist sowieso eine Katastrophe. Meistens muss ich daneben schreiben, was es heißen soll. Du kannst auch 3 X drauf machen. Ich denke mal, ich mache das halt mal dann bildlich fest. Ich glaube, das kommt dann schon rüber. Ja. Okay. Ja, und hier ist euer Lager, oder was? Darf ich da mit rein oder lieber nicht? Oder? Ja, kannst ruhig machen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Flaschen. Das sind alles Flaschen, die man hier sieht. Die hätten wir am Folgetag normalerweise gefüllt. Ne? Aber da gibt es jetzt keinen Inhalt mehr für. Ne? Und die werden wir jetzt irgendwie an Seite stellen für Tage, wenn es mal wieder besser wird. Ne? Und von daher, schauen wir mal. Ne? Das war jetzt hier Platz kriegen. Heute haben wir hier, wie man sieht, wieder Flaschen sauber gemacht. Ne? Aber das heißt, ihr habt ja 1/3 weniger Ernte jetzt auch. Ne? Ja, man kann sagen 1/3 weniger Ernte, richtig, genau. Ja, und das heißt 1/3 weniger Einkünfte über die nächsten Jahre hinweg. Ne? Das heißt, es fängt jetzt erstmal mit einer Flurbereinigung an. Es sind ja keine Grenzen mehr zu sehen. Ne? Und damit wird das Ganze beginnen. Ne? Wobei wir uns halt auch die Frage auch schon gestellt haben, wollen wir da überhaupt noch Weinberg hinmachen? Ne? Weil ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl, was die Zukunft betrifft. Ne? Wenn der Schaden ist einfach zu groß, dass man das Risiko selbst für die nächste Generation nochmal haben möchte. Ich meine, wir brauchen mindestens, ich sag mal, mit Flurbereinigung anpflanzen, mindestens 5 Jahre, bis wir die ersten Trauben hier angeliefert kriegen jetzt oder reinbringen jetzt. Ne? Und dann nochmal 2 Jahre. Je nachdem, was es für ein Wein ist, da sprechen wir, ja, guck mal, von wie vielen Jahren wir da jetzt schon sprechen, jetzt, ne, ob wir uns das antun. Hast du denn eine nächste Generation, oder? Ja, meine Tochter, die ist jetzt gerade auch Weinbau am Studieren in Geisenheim, das ist dann die 4. Generation. Ja. Und wie gesagt, mal schauen, was die dann erwartet, ne? Und dafür machen wir das eigentlich auch hier für die nächste Generation, um das halt dann, sonst glaube ich, hätten wir uns das nicht mehr angetan hier, ne? Weil einfach zu viel auch dann kaputt war, weg ist und unwiederbringlich erstmal auch verloren ist jetzt. Ja. Ne? Ja. Tja. Dann gehen wir mal die Bottle holen. Ne? Ja. Heißt das hier Bottle oder Bouteille? Ja, nee, das ist egal. Das ist, der Franzose hat sich ja überall so ein bisschen. Einfach hier durch. Ja, fangen wir an. Sendung mit der Maus für Erwachsene wieder. Ja, genau, richtig. Das hier ist unsere Abfüllanlage, womit wir die Weine dann abfüllen. Hier stehen durch Zufall auch gerade noch. Weil wir eben einen Tag nach, also an dem Donnerstag, wollten wir eigentlich gerade abfüllen. Wir hatten die Weine schon füllfertig, wie mein Chef eben gesagt hat. Und die Flaschen werden dann so angeliefert quasi auf den Paletten hier. Und wir stellen die hinten hier auf der Füllanlage auf. Die werden dann hier drin abgefüllt, laufen durch diesen Füllstand hier durch, werden hier verkorkt. Oder eben, wenn man hier den Stern rausnimmt und hier reintut, wie es jetzt der Fall ist, können wir hier mit Schraubverschluss abfüllen, werden also mit diesem Kopf verschraubt. Das hängt dann von der Weinsorte ab. Also so die guten Rotweine, so alles über 10 Euro füllen wir in der Regel mit Korken. Und alles andere füllen wir dann mit Schraubverschluss. Ne? Laufen dann hier noch durch die Etikettiermaschine durch. Und dann haben wir am Ende quasi unseren fertig abgefüllten
abgefüllten Wein. Ich bin gerade so ein bisschen perplex. So eine Maschine. Ihr habt 3 Hektar. Macht ihr das im Lohn für andere auch? Oder ja, was? Wir füllen zum Teil auch für andere und haben uns halt auch ein bisschen auf Federweißer spezialisiert, was bei uns so ein bisschen durchlaufender Posten ist. Und da muss man flexibel sein. Das heißt, bevor er anfängt zu gären, muss er gefüllt werden. Und dann kann man keinen Lohnfüller kommen lassen, weil ansonsten ist die Hälfte der Geschichte praktisch schon durchgegoren. Okay. Oder so, ne? Und so kann man so ein bisschen mit Mähdrescher in der Landwirtschaft, weil dann muss ja auch ausgelastet sein und so, ne? Und so klappt das eigentlich ganz gut, ne? Abgesehen davon hält so eine Maschine, denke ich mal, viele Generationen, ja, wenn man gut drauf aufpasst. Ja. Wie alt ist die Maschine jetzt? Normalerweise sieht sie besser aus, ne? 2006 oder was haben wir? Ja, oh. 2006, ne? Die ist auch gut gepflegt. Und ist jetzt etwas Staub drauf. Aber ich denke mal, das versteht sich von selbst. Das war klar. Ja. Genau. So, guck mal, Markus. Genau. Ich habe hier was richtig Gutes mitgebracht. Wow. Um nicht zu sagen, was. Ja, aber ja, na gut, lass das mal aber richtig gut im Raum stehen. Ich denke mal, da kommt auch in ein paar Wochen mal eine Auflösung drüber. Und also ich würde die echt gerne spenden, die Flasche, mit deiner Unterschrift. Und dann. Wollen wir das Ganze mal, kannst du ja, oder sucht man es zusammen aus, für welchen Zweck wir diese Flasche dann, also dann, oder den Erlös praktisch zugutekommen lassen. Bist du damit einverstanden? Absolut. Okay. Also alles, was den Leuten hilft, bin ich für alles. Ja, und dann stellen wir, ich würde sagen, auf deine Website oder auf unsere Website, und der Meistbietende, würde ich sagen, der bekommt es. Und das ist ein ganz besonderer Wein, also ich denke mal, ist eine gute Anlage auch, ne? Ja, definitiv. Und schaut mal. Einfach drauf, Gros Max, also nach der Hommage an den Gründer, an meinen Großvater Max Schell genannt, also großer Max, und das ist schon bei uns eigentlich fast unser Kultwein, kann man sagen jetzt. Und fast bei jeder Preisverleihung oder Weinbewertung oder wie auch immer, also ist er immer ganz vorne mit dabei, hat auch schon gewonnen und war schon bester A-Wein des Jahres. Und wie gesagt, wer diesen Wein ersteigert, der hat was richtig Gutes. Und dem kann ich nur gratulieren dann. Kannst du noch ein paar Infos zu dem Wein geben, zu dem Inhalt? Ja, ganz auf jeden Fall. Der Wein kommt aus dem Ahrweiler Rosental. Das ist so einer der Top-Lagen hier in der Ahr, wenn ich mit sagen, einer der besten. Und den Wein, da haben wir 2013 gekauft und ist jetzt in unserem Besitz. Und da haben wir schon also richtig tolle Weine mitgemacht. Siegerwein ist jetzt ein Spätburgunder aus alten Reben und in Barrique gereift, fast 2 Jahre. Und ist jetzt eine Magnumflasche, also 1,5 Liter. Und ist trocken ausgebaut, also eine ganz tolle Frucht. Harmonie vom Holz her, toller Abgang. Also ist ein grandioser Wein, kann man jetzt sagen, ne? Und aus einem der besten Lagen hier im Ahrtal jetzt, ne? Und trägt unsere Handschrift, würde ich mal so sagen, ne? Und wer die ersteigert, also hat das Ahrtal pur am Gaumen. Und kann man nur gratulieren. Jetzt bin ich schon am Zittern. Ich weiß nicht, ob ich die hinkriege. Also ich würde sagen, wir setzen uns mal hin. Calvin, du filmst. Ja, genau. Und klappt der Stift? Ja, habe ich. Und ich hast schon auf der Maschine ausprobiert. Ja, ja, okay. Ja, war extra noch im Baumarkt gewesen. Wir brauchen unbedingt einen Goldstift. 2018, der erste Jahrgang, wo ich auch meine Finger von dem Spiel hatte. Vielleicht ist das ja auch interessant. Ja, 2018 war ein genialer Jahrgang, muss man einfach so sagen. Und ich würde sagen, gib dem Markus mal den Stift. Genau, richtig. Und okay. Dann geht's wo? Lass ich versuch's mal. Ich halte ja fest, ne? Und dann. Oh, war ja, meine Frau, die lacht jetzt. So. Und ich würde sagen, das machen wir gleich noch zweimal. Also wir spenden also 3 von diesen tollen Flaschen. Markus einverstanden, und diese 3 Flaschen versteigen wir für einen guten Zweck. Meistbietend, würde ich sagen. Und ja. Dann überlegen wir wieder. Ich glaube, da kommt was Gutes zusammen, und wer die bekommt, da steht ein guter Zweck hin, und das soll irgendwas mit dem Wiederaufbau im Ahrtal oder die stark betroffen habt, denen soll das zugute kommen. Genau. Ich würde sagen, vielleicht direkt an einen, der stark betroffen ist. Wenn ihr euch irgendwie oder wir können es ja nochmal diskutieren. Ne? Wir diskutieren das mal gerade. Genau, richtig. Und dann lassen wir es auf jeden Fall über dein Instagram oder über lassen wir das praktisch dann zu erkennen. Ne? Ich frage meine Frau, ob die gleich zurückfährt, dann können wir ja vielleicht 2 Gläser Wein, dann ist die Diskussion noch ein bisschen ausgeweitet. Ja, okay, ja. Wir haben 3 Flaschen. Also Leute. Es darf kein Bagger in der Nähe sein, wenn ich getrunken habe, sonst gibt es eine Katastrophe. Also wir haben 3 Flaschen und wie gesagt, meist bieten. Also ich bin wirklich mal gespannt, und was dabei rauskommt. Aber ich freue mich riesig drauf, dass wir das so zustande kriegen für einen guten Zweck, wie gesagt. Und
Ne, wird spannend, wenn wir da irgendwo dann finden. Also ich bin auch ganz gespannt. Ja, okay. Weil das auch der direkte Bezug hierhin ist und genau mit den, ja, ihr seid auch betroffen. Ich denke mal, so perfekter geht es nicht. Von Betroffenen für Betroffene irgendwo mit der Unterstützung von dir und ich denke mal, das ist eine tolle Sache. Ja, und ihr müsst überlegen, ob ihr es über eBay macht, weil das war eine Katastrophe. Ja. Kann ich jetzt nochmal rückwirkend sagen. Mhm. Mehr will ich noch nicht sagen, aber es ist alles sehr eigenartig. Ne? Ja. Selbst wenn ein Charity-Team mitmacht, aber viele Leute machen anscheinend nicht ihre Arbeit und nicht nur der Journalismus, sondern da auch. Ne? Da fragen wir mal einen Fachmann irgendwie. Ich habe auch jetzt keinen direkten Bezug zur Versteigerung, weil das soll dann auch schon... Das soll vernünftig ablaufen. Es soll was Vernünftiges mal rauskommen und auch dann dementsprechend auch seriös ablaufen. Ja, genau. Ja? Und dann redet ihr nochmal mit allen Winzern hier. Ob die irgendeine Aktion vorhaben. Ja. Ich würde alles, wofür ihr mich gebrauchen könnt, nehmt mich einfach und dann machen wir das. Ja. Ne? Ganz tolle Sache, Markus. Dann würde ich auch, glaube ich, hier beenden, weil dann besprechen wir jetzt erstmal intern, ohne die 10.000 Ohren hier. Ja, was dabei will wir dafür nehmen. Ja? Okay, klasse. Super. Dann euch alles Gute und wie gesagt, da kommt was zu. Meine Originalunterschrift ist mit drauf. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwas unterschreiben soll, was versteigert wird. Aber jetzt ist es nun mal so. Und das ist eine richtig wertvolle Unterschrift. Glaub's mir. Definitiv. Okay, hier noch bis dahin. Letzte Bilder. Bis dann. Macht's gut.